Hallo und Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist der Marek vom Wolfsrudel. Heute zeige ich euch unseren Multiplayer-Hof, auf dem wir seit dem ersten Tag spielen. In 2 Tagen haben wir jetzt circa 20 Stunden oder ich alleine 20 Stunden zusammen, die wir jeden Tag auf unserem Hof verbracht haben. Da möchte ich euch einfach mal ein bisschen rumführen, was wir alles so haben, was wir alles gemacht haben. Und habe eben vor, die Landwirtschaftssimulator-Let's Plays jeden Tag zu machen. Aber ungefähr so eine Zusammenfassung vom ganzen Tag. Jetzt werde ich mal kurz so Stücke aufnehmen, so mit 2, 3 Minuten. Zum Beispiel jetzt, wenn wir gerade dreschen, wenn wir dann schon wieder ansehen und dann immer so ein bisschen was zeigen. Und das dürfte dann so zwischen 20 und 30 Minuten sein. Und das lade ich dann jeden Tag hoch, quasi jeden Tag so ein kleiner Überblick, was wir alles gemacht haben. Weil sonst wäre es echt zu lang, wenn wir wieder hier 8 Stunden zocken. Ne? Dann sieht man wieder was anderes nicht. Vor allem gestern haben wir erst unseren ersten Baum gefällt. Damit werden wir das heute auch ein bisschen angreifen. Und ja, wir haben noch die 2 Deutz vom Anfang. Die sind einfach unverwüstlich, super, super Traktoren. Und noch den Ursus mit 150 PS knapp. Den Lamborghini mit den 220 PS. Ein Wahnsinnsteil. Und natürlich den Case IH 7130. Oh, jetzt sind wir in den falschen eingestiegen. Mähdrescher, der einzige, also der größte, der noch 4, sag ich mal, normale Reifen hat und keine Terratrack Raupen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal mit dem Lamborghini einfach auf unserem Hof ein bisschen rum. Ich zeige euch mal so, was wir denn alles geschafft haben. Wir haben die Felder 24, 25, 29, 30 und 38 und haben, zeige ich euch gleich, die 4 Felder, die oben zusammen sind, zu einem riesigen Feld kombiniert, weil das viel besser ist, weil die Felder eh so klein sind. Die Wege stören da eigentlich keinen, dass da kein Weg ist. Und jetzt haben wir das einfach die Wege drüber geackert und das alles zu einem Feld gemacht. Das ist jetzt eh schon wieder reif. Wie man sehen kann, es ist dann echt ein riesiges Feld. Es ist Gott, ja, hier ist es nicht ganz gerade, aber ich glaube, da scheißt der Hund drauf. Hier ist ja das schon das 24er, dann fahren wir mal weiter. Da oben geht es ja noch ein Stückchen weiter, also das ist jetzt wirklich ein riesiges Feld und da braucht man dann schon auch ein 10,50 Meter Schneidwerk, das lohnt sich hier dann schon. Das geht hier bis runter, das ist echt ein Mordsfeld. Ein Mordsfeld. Ah, funktioniert. Übrigens habt ihr diesen Mod, den HUD-Hider drinnen, der eben das HUD versteckt. Mit Alt und H könnt ihr das aktivieren. Kann ich für alle empfehlen, die Videos oder Let's Plays oder sowas machen wollen oder einfach mal schöne Screenshots haben. Funktioniert dann wirklich schön. Einwandfrei die Sache. Und hier ist eben dann schon der Weg zu Ende. Fängt das Feld wieder an. Hier geht's weiter. Das Schöne ist hier die Dachluke bei dem Lamborghini. Kann man ein bisschen rausschauen in den Himmel. Da ist echt beeindruckend, das Riesenfeld. Das 38er ist aktuell nicht angesät. Das ist nur. Das ist gedroschen worden vorhin. Ja, dann fange ich mal mit dem Tag 1 an, was wir da so alles gemacht haben. Am Tag 1 haben wir die 2 Hürlimann verkauft, den kleinen Hänger, und haben uns den Kröger Agroliner mit der Deichsel vorne dran, den Zweiachs-Anhänger gekauft. Der ist hier hinten, ja. Hier, den Kröger Agroliner. Und gleich den Fliegel GMK Bull mit 32.000 Litern oder 32 Tonnen. Das Problem war, wir hatten noch den alten Mähdrescher, den ersten, diesen Samprosen, der konnte da in den Fliegel nur schwer einladen. Also da musste man wirklich ganz exakt übers Eck hinfahren, damit das funktioniert. Wir haben die Sämaschinen, die 2 Sämaschinen, die wir gekauft haben, diese erste, diese Pöttinger mit 3 Metern, haben wir beide wieder verkauft und den Grubber auch, den 3 Meter Grubber. Wie gesagt, den haben wir halt am zweiten Tag, also gestern, doch noch relativ viel hergenommen am Anfang und eben am ersten Tag. Da haben wir wirklich, wir haben am ersten Tag eigentlich nur gegrubbert. Wir hatten da 3 Felder und zwar war das noch das 29er, das 24er und das 38er. Die 3 Felder hatten wir und die haben wir permanent gesät und wieder angebaut und dann geerntet. Und das war wirklich immer derselbe Kreislauf und wir haben so wenig Geld zusammenbekommen.
Das war echt Wahnsinn. Also, wir spielen ja auch auf normal, aber wir konnten uns an dem Tag eigentlich gar nichts leisten, bis auf die zweite Sämaschine eben und die zwei Hänger. Gut, ist ja auch was. Ja, und dann haben wir da wirklich 8 Stunden gezockt und haben da nicht viel Geld zusammenbekommen. Und wir hatten auch noch keinen Düngerstreu, muss man auch sagen. Da ist ja wirklich nur die Hälfte vom Ertrag und das macht schon mal nochmal enorm viel mehr aus. Einen Düngerstreu haben wir uns am ersten Tag auch leisten können, aber erst gegen Ende. Und am zweiten Tag, da ging es dann richtig los. Da hatten wir dann die Mission angefangen, konnten uns dann anfangs durch die Verkäufe einen Teleskoplader endlich leisten, haben dann ein paar Missionen gemacht. Aber am meisten Geld haben wir bekommen durch die Missionen, mit denen man zum Beispiel Getreide irgendwo hinbringen muss, irgendwo abliefern. Und das waren einmal 23 Tonnen Raps. Das heißt, es wäre der Kröger Argeliner ganz voll mit 21 Tonnen und noch 2 Tonnen mehr. Haben wir geschafft, haben wir 103.000 Euro Zeitbonus bekommen und für 4.500 für die Mission. Also ich kann euch wirklich empfehlen, das zu machen. Und wir haben natürlich alles erst dreschen müssen. Wir haben das nicht auf Lager gehabt. Und wir waren halt so schnell, ja wirklich permanent gedroschen, auch mit dem Kleinen. Und es scheint die Mission irgendwie auch zu erkennen, mit welchem Mähdrescher man das macht. Weil ist ja klar, dass man mit einem 4,20 Meter Schneidwerk nicht mit einem 10,50 Meter mithalten kann. Und da ist man dann eben mehr als doppelt so schnell fertig. Auch mit einem größeren Tank spart man sich da Zeit. Und es scheint er zu erkennen. Und beim zweiten Mal waren es, haltet euch fest, 67 Tonnen Raps, den wir hinbringen mussten zur Transportfirma. 67 Tonnen. Also über 3 volle Kipper unter bei solchen kleinen Feldern. Dauert das natürlich, ne? Wir hatten dann zum Schluss das 30er noch gekauft. Also das ist ja doch das größte hier von allen, das 30er. Und ja, und dann haben wir das eben geschafft. Das war dann die erste Anschaffung, ein neuer Traktor, und zwar eben der Ursus, den wir gerade gesehen haben. Der Ursus, mit dem wir schon mal 3 Traktoren hatten, weil wir sind immer jetzt zu viert oder zu viert bis zu fünft. Feste Leute, die jetzt immer mitspielen. Und na, das macht echt riesen Spaß, weil wir alle, da ist keiner dabei, der irgendwie. Sag mal, jeder kann sich hier einbringen, das macht einfach Spaß, zu viert, zu fünft den Hof zu haben. Und ja, ich werde da eh sicher mal das ein oder andere Let's Play vielleicht heute mal doch vom Spiel rein aufnehmen, damit ihr den Ton mal erleben könnt, wie das so ist. Da geht's echt zu, wir arbeiten da echt hart. Und danach habe ich mir eben dann, oder haben wir uns die Väderstadt Rapid 600S, glaube ich, heißt das Teil. Das ist eine Direktsaatmaschine, also mit denen kann man direkt in die Stoppeln nach dem Dreschen rein säen, ohne vorher zu grubbern. Aber man hat eben hier ganz in Scheibenecken dran. Also ist das schon mal, der grubbert quasi im Voraus und hat halt hinten danach gleich die Sämaschine. Ist in dem Sinne nichts anderes als beides kombiniert. Aber man spart sich eben natürlich die Zeit und die hat 6 Meter. Also da geht wirklich was. Das ist ein extrem geiles Teil und vor allem, es schiebt den Traktor immer nicht nach links, sondern nach rechts, wie das bei der 3-Metrigen war. Vorne ein Gewicht dran, dann schiebt er immer bei ein bisschen im Hang nach links, nach rechts. Dann musst du immer wieder korrigieren, jede Sekunde. Und ja, dann waren wir eher schon mal glücklich. Dann hatten wir uns noch ein kleines Mähwerk besorgt für die Mähmissionen. Hat dann auch geklappt. Haben wir, glaube ich, gestern 4 Mähmissionen gemacht. Und da hinten seht ihr eben dann schon, den Flug haben wir uns auch noch behalten. Haben wir gar nicht mehr Fahrzeuge? Ich wundere mich gerade. Ne, wir haben alles, wir haben ja die verkauft, genau. Die Mähdrescher schauen wir noch und die 2 Kipper. Und dann haben wir uns gegen Abend, das war wirklich schon sehr spät, glaube ich gegen 1 noch, endlich bisschen was für. Oh, ich habe das gar nicht dabei. Die Motorsäge. Warum habe ich die Motorsäge nicht dabei? Ach so, die habe ich mir nicht gekauft, stimmt. Wir haben dann fürs Baumfällen angerüstet, für den Forst. Und haben uns eben diesen Baumanhänger eigentlich geholt, der oben diesen Kran besitzt, mit dem man eben hier navigieren kann. Muss ich mal schauen, wie geht denn das überhaupt? Kann da gar nichts machen. Ach, der muss erst angeschaltet sein an den Traktor. Stimmt, muss er erst mit Hydraulik Anschlüssen versorgt werden. Und dann eben noch die Baumstumpffräse. Das war natürlich anfangs alles ein bisschen, na, sag ich mal, schwierig, das erste Mal zu meistern. Und hier, das war vielleicht eine dumme Idee, haben wir den ersten Baum gefällt. Hier ist ja eigentlich so ein kleiner Laubbaum. Natürlich hat es keinen Sinn, Laubbäume zu fällen, denn es geht ja schließlich um die langen,
Tannen und Fichten und so weiter und die Nadelbäume, denn die sind ja so schade, die haben keine großen Ausästerungen, wie eben diese Pappel zum Beispiel hier, müsste man ja alles absägen. Und das wäre dann doch mühevoll, obwohl eine Pappel wäre eigentlich auch was Schönes. Die ist auch sehr schön gerade und lange. Muss man auch sagen. Auf jeden Fall haben wir hier noch das ganze Zeug, die ganzen Äste, die zwei Hauptstämme haben wir zurückgebracht und haben, glaube ich, dann 4000 für die zwei Stämme bekommen. Also 2000 pro Stamm, das ist eigentlich, boah, das ist ordentlich. Frage mich gerade, ob man das mit der Baumstumpffräse auch wegbekommt, die ganzen Dinger, ob man die extra aufladen muss, denn das ist schon, sag ich mal, eine zeitaufreibende Angelegenheit. Möchte man so sagen. Jo, und das war eigentlich dann der zweite Tag. Ich sag, da war halt wirklich viel los, da haben wir so viel geschafft. Ach klar, den Mähdrescher haben wir uns geholt natürlich, den 7130 und den Samt-Rosenheft danach hochverkauft, aber wir hatten dann doch anfangs so viel Geld, dass wir uns den neuen kaufen konnten, ohne vorher den ersten zu verkaufen, aber wir haben dann danach keinen Sinn gesehen, weil wir brauchen auch keine 2-Mähdrescher, wenn der andere nur 4,20 Meter nimmt. Was ein bisschen schade ist, dass der Mähdrescher hier kein keine Anhängerkupplung hat. Also müssen wir den Schneidwerkswagen immer. Ihr seht, jetzt würde ich das euch auch sehen. Können wir den nur mit dem Traktor transportieren, aber er ist irgendwie verbuggt. Wenn man hinfährt, bewegt er sich. Glück, das ist wie ein Magnet. Das ist echt Wahnsinn. Weiß nicht, warum das so ist. Es ist echt komisch. Wenn man da hinfährt, bewegt er sich. Also würde vielleicht automatisch irgendwie zum Traktor hingehen, aber das sieht mir aus wie in einem schlechten Horrorfilm, irgendwie sowas mit. Das. Sich darum bewegt von alleine. Er sieht es schon wieder. Schon wieder! Das gibt's ja gar nicht. Echt komisch, weiß nicht, warum das so ist. Ja, viel kann ich euch dann eigentlich nicht mehr zeigen. Natürlich wäre es dann in Videos schön. Wir haben natürlich dann wirklich mit zwei, drei Traktoren auf einem Feld gearbeitet und sofort. Also das war uns wichtig. Wir haben wirklich sehr, sehr effizient gearbeitet. Wir haben wirklich sofort, wenn wir schon mit der Hälfte vom Pferd fertig waren, mit dem Dreschen, haben wir sofort den Grubber nachgeschickt. Wenn die Gruppe zur Hälfte fertig war, gleich mit der Sämaschine drüber und dann zu zweit und das nächste Feld wieder gedroschen. Also wirklich unter enormer Effizienz, möchte ich sagen. Und ja, wie gesagt, der Schmutz ist einfach genial. Das fällt auch nochmal auf, das ist echt episch, wie das aussieht. Und eins möchte ich euch auch noch sagen, und zwar für die letzte Mission. Und dann sage und schreibe 293.000 Euro Zeitbonus bekommen für die 67 Tonnen Raps eben. Gut, das ist ja annähernd dreimal so viel wie mit den 23 Tonnen, da hatten wir gute 100.000 bekommen, also kommt das auch hin, also ist das, waren wir da ungefähr gleich schnell dann im Verhältnis, obwohl wir wirklich lange gebraucht haben, also reelle Spielzeit glaube ich 4, 5 Stunden haben wir wirklich gebraucht, bis wir das geschafft haben und trotzdem noch so viel bekommen, also ich glaube mit dem 10,50 Meter Schnellwerk. Der war dann noch viel schneller gewesen. Das ist echt Wahnsinn. Ja, und heute werden wir dann richtig mal anfangen, die ersten Bäume zu fällen. Mit der Motorsäge natürlich noch alles schön mit der Hand, weil sonst wäre es langweilig, sich gleich den Scorpion zu legen. Ein Schritt nach dem anderen. Ich habe gleich drei Motorsägen gekauft, dann kann sich jeder, man kann ja mit den Mausrädern dann die wechseln, kann sie dann hervorrufen, wie zum Beispiel bei dem Eco-Shooter, wo man dann eben Waffen wechseln kann, Kohle und sowas, Gewehr. So geht das hier mit den drei Motorsägen, wenn man die eben alle gekauft hat. Und ja, Tiere haben wir noch keine. Da fehlt uns einfach noch das Geld. Ihr seht, sind jetzt eigentlich wieder pleite dank dem Baum. Forstgeräte kaufen. Wir schauen mal kurz, ob es Sonderangebote. Nein, gibt es nicht. Keine Sonderangebote. Und hier steht tatsächlich nicht, dass wir Motorsägen besitzen. Das wundert mich jetzt direkt. Das ist komisch, aber gut. Sonst gut, den Pflug behalten wir uns trotzdem ja eben und haben uns dann eben so eine Poltergabel geholt. Aber was ich echt schade finde, dass da einfach nichts dabei steht. Keine Erklärung zu den einzelnen Sachen. Ja gut, ich weiß, was ein Telelader ist. Teleskoplader, klar. Aber was ist jetzt das Schaufel-Poltergabel? Gut, ich schätze mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass das für die Baumstümpfe verwendet wird. Aber das weiß sicher nicht jeder. Baumstumpffräse schneidet Baumstümpfe. Ja toll. Auch ein bisschen. Da steht halt nichts zu der Marke, zu der Firma, wie das eben beim 13, aber das hätten sie schon noch machen können. Die hätten ja hier oben ein bisschen Platz lassen können in dieser Leiste und einfach noch ein bisschen weiter unten da noch einfach ein paar Sätze hinschreiben können. Wäre auf keinen Fall schlecht gewesen. Jo. Innenansicht ist auch
sehr gut vom Lamborghini, sieht sehr geil aus. Da kann man wirklich zufrieden sein, wenn es so einen Mod gäbe. Also muss man wirklich sagen, sehen die ganzen Sachen schon mal viel besser aus, die Texturen und sowas. Da gab es auch noch wirklich einen Fortschritt. Ich will nicht immer über das Neue im Spiel labern, einfach mal über das Spiel so berichten oder Let's Playen. Das dauert eben noch, wir werden jetzt dann nachher gleich wieder anfangen zu zocken. Ich habe eben dann wirklich vor, dass ich jeden Tag so eine kleine Übersicht mache. Weiß nicht, ob ich das zum Schluss dann noch nachkommentieren werde. Das werde ich wahrscheinlich dann am nächsten Tag machen, denn abends kann ich dann nicht mal darauf sprechen. Zu spät. Ich das wahrscheinlich am nächsten Tag ein bisschen nachkommentieren, so. Den Sound recht niedrig machen. Und dass ihr dann da wisst, was wir genau gemacht haben und so ein bisschen die Hintergrundstory von dem Tag. Ich schätze mal, das ist dann für Leute, die uns wirklich jeden Tag das Video anschauen und uns verfolgen, sag ich mal, das ist dann wirklich sehr interessant, weil sie selber wissen, ja, was geht bei uns wieder ab, was haben wir den Tag geschafft, vielleicht nicht so viel, okay, aber wir zocken ja wirklich sehr viel an jedem Tag, also bisher wird es sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis wir mal keine 10 Stunden oder 8 Stunden, 9 Stunden zusammenbekommen, sondern weniger, also das Spiel fesselt wirklich ungemein und da ist es wirklich interessant. Ich weiß ja noch, wie ich den LS13er Let's Played habe mit Flow damals. Das war also gelegentlich und dann mal ein paar Parts hinterher, aber man konnte halt nicht wirklich verfolgen. Wir haben da auch nicht exzessiv gezockt, muss man auch sagen. Ja, das ist jetzt blöd, weil alles wieder von vorne da steht, diese ganzen Dinger, aber ich speichere das einfach nicht. Wir haben sonst ja alles ausgeräumt. Seht ihr schon, die ganzen Lagerplätze und für das Getreide, alles ist weg, haben wir alles anfangs schon verkauft. Darlehen haben wir immer noch die Schulden, aber das kommt zum Schluss, dass wir die zurückzahlen, das ist immer ganz klar. Zuerst eben, ja, ich weiß gar nicht, was wir uns als nächstes anschaffen. Ich schätze mal, wir werden wieder in Richtung Felder erweitern und uns doch vielleicht nochmal einen Grubber holen und auch nochmal eine neue Sämaschine, dass wir nun wirklich vielleicht mit 3 Traktoren arbeiten können. Der eine fährt halt dann mit der Wetterstadt direkt in die Stoppeln und der andere dann mit der 6-Meter-Gruppe und der andere dann wieder mit der 6-Meter-Sämaschine. Da würde ich auch zu der Wetterstadt greifen, denn die sind wirklich, weiß auch nicht, die sind eigentlich einfach protzig und 6 Meter haben eine ordentliche Breite. Gibt zwar, glaube ich, dann zum Schluss noch größere oder mit den 9 Metern will ich aber noch nicht. Ich hoffe, es gibt noch eine zweite mit 6 Metern. Obwohl, wer das hat, passt ja eigentlich in das Nordische. Das ist ja auch eine schwedische Marke, glaube ich. Da bin ich mir jetzt sogar ziemlich sicher, dass die aus Schweden kommt. Daher ist es dann auch nicht verkehrt, wenn wir die verwenden im Spiel. Na gut, das war wieder so ein kleiner Rundgang zu unserem Hof und unseren Sachen, was aktuell bei uns so läuft. Wie weit wir aktuell sind. Ich kann auch mal kurz die Übersicht zeigen. Wir haben hier Getreidespeicher, bekommen wir mehr Geld für Gerste. Okay, das müssen wir anhalten, aber ich speichere das jetzt nicht, erinnert mich dran. Sonst wären sie nur noch 9 Stunden. Ah, hier haben wir es. Es ist alles schon überernte-reif, das sieht man jetzt schon, ja. Es ist hier sieht man, es ist wirklich ein riesiges Feld. Eigentlich kann man schon fast sagen, das Feld ist so groß wie. Nicht 22er nicht, aber ich würde mal sagen, so groß wie das, haben wir einen Vergleich, so groß wie das 34er, nee, größer, so groß wie das 35er, hier, das 35er, das, dem dürfte es entsprechen, also doch, eines der 5 größten, das ist so ein riesiges Feld. Hier eben Kühe noch keine, hier ist die Statistik, genau, es geht ja nur im Singleplayer, die anzuschauen, hier steht auch dann alles, Fahrdistanz, Sädauer 7,5 Stunden, nee, doch 7,5 Stunden, wirklich? 7,5 Stunden oder Minuten, na 7,5 Stunden, Sekunden wäre sehr doof. Fahrdistanz 540 Kilometer, Treibstoff 800 Liter, ja nee, 730, Saatgut 19 Tonnen, Dünger 15,5 Tonnen, Transportmission 11, Sätefläche 30 Hektar, ab 100 Hektar bekommen wir glaube ich so einen Erfolg, Ernte der Fläche 23 Hektar, bearbeitete Fläche 14, und 19, insgesamt Spieldauer 19 Stunden und 38 Minuten. Also wirklich scharf, 2 Tage, ordentlich viel. Okay, dann sehen wir uns bei unserem ersten Überblicks-Let's Play vom Tag 3, der heute beginnt. Dann bis moin und macht's gut. Servus!